Er wurde dann entdeckt, sitzend in einem Gebüsch, hatte 4 Pistolen sichtbar vor sich hingelegt, hatte ein Beil auf dem Schoß und vor ihm lag ein Schriftstück. Wir vermuten, dass es ein Abschiedsbrief war, das ist aber noch nicht ausgewertet. Er wurde von den Kräften angesprochen. Es gilt der Grundsatz bei uns, wenn es denn möglich ist, auch Tatverdächtige anzusprechen, weil wir, das war ja heute Mittag auch die Botschaft, kein Blutbad bzw. schwerwiegende Verletzungen bei der Täterfestnahme machen wollen. Das gestaltete sich aus bislang noch nicht außermittelnden Gründen etwas schwierig und dann hat das Zugriffskonzept des SEK gegriffen. Über das taktische Vorgehen sage ich dazu nichts, wie die das machen. Es ist so, der verantwortliche Einsatzleiter vor Ort hatte das dann entschieden. Dabei, bei der Festnahme, wurde der Täter leicht verletzt. Aber er ist nicht irgendwo im Krankenhaus, sondern befindet sich in amtlichem Gewahrsam. Bei der Festnahme kam es auch zur Verletzung von einem SEK-Beamten durch das vorliegende Beil. Auch da müssen wir die Umstände vorher noch genau klären. Es ist eher oberflächliche Schnittverletzung, nichts Ernstes. Trotzdem auf diesem Wege wünsche ich dem Kollegen für seinen Einsatz alles Gute und viel, viel Gesundheit.